Venedig gilt als schönste historische Stadt der Welt. Lagunenromantik, alte Pracht, Traumurlaub. Jedes Jahr auch für Millionen Deutsche. Und das Gefühl zu haben, echt völlig zeitversetzt zu sein. Echt, also wirklich sich so zu fühlen, als wenn man früher gelebt hat oder so. Das ist einfach faszinierend. Es ist einfach wunderschön, übertrifft wirklich all meine Erwartungen. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um die schönste Zeit ihres Lebens zu verbringen. Erinnerungen erschaffen. Als ich in die Stadt komme, bin ich ebenso überwältigt von der Atmosphäre der Stadt. Auch ich spüre den Hauch der über 1000-jährigen Geschichte. Allerdings bemerke ich auch schnell die Menschenmassen. Touristen sind hier überall. Das ganze Jahr. Und natürlich bemerke ich die Riesenschiffe, die überhaupt nicht zu den Dimensionen der Stadt passen. Täglich fahren bis zu 9 Kreuzfahrtschiffe durch das Herz von Venedig. Außerdem wird überall irgendein Souvenir-Billigschrott verkauft. Was macht das alles mit der Stadt und ihren Einwohnern? Kann man hier noch normal leben? Es regt sich Widerstand. Menschen gehen auf die Straße. Ich höre sie protestieren. Ihr zerstört unsere Häuser, unsere Kunstwerke. Geht weg und kommt nicht wieder. Meine Reise führt mich hinter die Kulissen von Venedig. Ich finde Verfall. Wohnraum im Zentrum in katastrophalem Zustand. Eine überalterte Stadt. Geschlossene Läden. Für die Einheimischen hat Venedig seine ursprüngliche Lebensqualität verloren. Ein Desaster. Keiner will einem Venezianer eine Wohnung vermieten. Die Einwohner bezahlen mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Geld für die Schäden, die die Schiffe verursachen. Ich will für unsere Sache kämpfen. Wie konnte es in dieser Traumstadt so weit kommen? Was passiert da? Wie funktioniert der Ausverkauf dieser Stadt? Das will ich herausfinden. Deshalb bin ich in Venedig. Wer profitiert? Wer zahlt die Rechnung? Was wird verkauft? In dieses Stadtjuwel kommt man über das Wasser. Die meisten hier fahren für einen Tagesausflug aus den benachbarten Ferienorten hierher. Ich will über Nacht bleiben und habe im Internet gebucht. So wie alle, die sich im Netz auskennen. Aber kein Hotel, sondern eine Privatwohnung. Das ist günstiger und soll mir das echte Venedig noch ein Stückchen näher bringen. Ich habe dann nämlich Kontakt zu Einheimischen. Ciao. Ciao. I'm Thomas. Nice to meet you. Hi, Thomas. Nice to meet you. So this is the Sind wir hier richtig? Yes, please come. Ich zahle hier für mich und mein zweiköpfiges Filmteam 270 Euro pro Tag. 3 Hotelzimmer in gleicher Lage und Ausstattung würde das Doppelte kosten. Hier ist alles neu. Wir haben das Haus innen und außen renoviert. Das Dach auch. Ja, das ist der Balkon. Ja, ist klein. Wie ein 5-Sterne-Hotel. Sie haben hier aber nie gelebt. Nein, ich habe hier nie gelebt. Haben Sie das gekauft zum Vermieten? Nein, es hat bei meinen Eltern gehört. Und ist es einfach, so etwas zu vermieten? Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt durch Vermietung? Ja, ich versuche es. Das ist unser erstes Jahr. Und ich will das so machen wie viele andere Leute in Venedig auch.
Machen das viele Leute hier? Ja, sehr viele. Überall wird davon gesprochen, dass es zu viele Touristen gibt hier in Venedig. Ja, aber nicht wegen der Vermietung. Es geht um die Hotels. Überall entstehen neue Hotels. Große Hotels, ganze Inseln werden zu Hotels. Paläste werden zu Hotels. Alles wird zum Hotel. Aber Sie machen hier doch auch so etwas wie ein Hotel. Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja nur ein Haus. Privat vermieten ist ein guter Nebenerwerb für die Venezianer, die das Glück haben, ein Haus zu besitzen. Die Nachfrage bei den Touristen ist groß und so boomt das Geschäft. Wie wirkt sich das aber für die Venezianer aus, die kein Wohneigentum besitzen und die eine Mietwohnung suchen? Um das zu erfahren, treffe ich die Familie von Matteo Secchi, von Beruf Nachtportier. Tochter Carla ist 8 und wie ihr Vater in Venedig geboren. Der Mietvertrag der Familie läuft aus. Die Kündigung droht. Sie müssen sich um eine neue Wohnung in ihrer Heimatstadt kümmern. Haben Sie etwas gefunden? Nein, hier gibt es nichts. Nicht mehr. Früher hat man da auch mal was in einer Zeitung gefunden. Aber das ist nicht mehr so. Es ist ein Desaster, weil keiner einem Venezianer eine Wohnung vermieten will. Die Besitzer wollen wochenweise oder monatsweise an Touristen vermieten. Damit können sie viel mehr verdienen. Am nächsten Tag will mir Matteo Secchi seine Wohnung zeigen. Typische Wohngegend in der Altstadt. Der Nachtportier zahlt für nur 50 Quadratmeter 900 Euro. Oh, very good. Wir haben hier einen Mietvertrag, der heißt 4 plus 4. Nach 4 Jahren kann nochmal für 4 Jahre verlängert werden. Dann ist Schluss. Ich bin im 7. Jahr und ich weiß nicht, ob der Besitzer mich hier weiter als Mieter haben will. Man kann Sie hier einfach rausschmeißen? Ja, natürlich, wenn der Vertrag abgelaufen ist. Er kann einfach sagen, ich will dich nicht mehr als Mieter, ich möchte jetzt an die Touristen vermieten. Das ist mein Schlafzimmer mit Badezimmer. Meine Tochter ist jetzt 8 Jahre alt. Sie braucht ihr eigenes Zimmer. Als sie kleiner war, war das okay mit den Eltern in einem Zimmer. Aber jetzt braucht sie einen eigenen Raum. Ist das normal so, dass Sie hier ein Zimmer für Eltern und Kinder haben? Wir haben keine andere Möglichkeit. Dazu droht ihm, wie vielen im Tourismus Beschäftigten, der Jobverlust bei Saisonende. Ich will wissen, wie es für seine Familie weitergeht und werde den Nachtportier wieder treffen. Die Touristen bekommen beim Genießen der Lagunenstadt von dem Wohnungskampf hinter den Kulissen nichts mit. Geschlossene Fensterläden, so erzählen mir die Einheimischen, bedeuten meist, dass hier keine Venezianer mehr wohnen. Das sind Touristenapartments. Nur ist derzeit kein Tourist da. Aber sogar ein kurzer Leerstand lohnt sich, weil die Touristen sehr viel mehr zahlen als die normalen Mieter. Mittlerweile gibt es mehr Privatanbieter als Hotels in Venedig. Für uns als Touristen ist das gut. Aber kann eine Stadt so weiter normal funktionieren? Ich bin mit dem venezianischen Wirtschaftsprofessor Giuseppe Tartara verabredet. Er hat die Geldströme im Tourismus untersucht. Sein Befund ist, dass es die Einheimischen immer schwerer haben. Die Touristen verdrängen die Einheimischen, natürlich. Es ist sehr lukrativ geworden, an Touristen zu vermieten, statt an Einheimische. Deshalb lohnt es sich auch für Ausländer oder Italiener, in Venedig Immobilien als Investment zu kaufen.
Für den einen Zweck, sie an Touristen zu vermieten. Damit erzielen die Käufer 8% Gewinn. Das ist für den Immobilienmarkt eine unglaubliche Rendite. Das gibt es sonst nirgendwo. Wenn sie das zum Beispiel in Berlin machen, dann haben sie nur 2 oder 3%. Beim privaten Vermieten wird viel Schwarzgeld gemacht, erklärt mir der Professor. Geld, das in der hochverschuldeten Stadtgasse fehlt. Na, sie fragen ihre Kunden einfach, brauchen sie eine Quittung? Die sagen nein. Dann geben sie noch ein bisschen Preisnachlass. Und bei der Steuererklärung geben sie einfach eine angemessene Auslastung der Wohnung an. Vielleicht 50%. Aber wir haben hier in Venedig 90% Auslastung. Fehlt es an Kontrolle? Würde ich das auch so machen? Das ist ein Freifahrtschein für alle. Aber es geht nicht um Ethik. Sie brauchen Gesetze und Regeln. Wenn Sie auf Ethik oder Moral setzten, haben Sie schon verloren. Es fehlt offensichtlich an Regeln für diesen Markt. Den Vorwurf nehme ich mit für meinen Termin bei der Stadtverwaltung für übermorgen. Jeder Weg in dieser Stadt ist für mich als Tourist ein Highlight. Die Stadtbusse sind hier natürlich Schiffe. Wenn die Vaporettos nur nicht immer so voll wären. Ohnehin scheint hier vieles zwei Seiten der Medaille zu haben. Die Schönheit und Einzigartigkeit der Stadt hatte schon immer ihren Preis. Wir befinden uns auf einer Insel, in einer Lagune. Alles muss kostspielig mit dem Boot herangeschafft werden. Es gibt keine Autos. Jeder Transport ist kompliziert. Das Leben war hier nie einfach. Ich treffe eine Venezianerin, der das alles zu viel geworden ist. Silvia Galla hat Deutsch studiert. Ihre Wohnung gefällt ihr eigentlich gut. Aber die Probleme in der Stadt werden immer größer. So, ich wohne hier. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist sehr schön. Es gibt die kleine Terrasse da draußen. Und es ist, das guckt nach Süden. Und hier hast du Sonne den ganzen Tag lang. Das ist meine Küche. Ich ziehe jetzt um, dann muss ich alles einpacken. Das ist schon leer, alles ist fast leer da rein. Aber tut mir leid, aber ich muss weg. Warum müssen Sie weg? Ich will weg. Alles ist hier teurer. Gemüse, Fleisch, alles, weil die Transporte teurer ist. Du musst per Auto fahren, per LKW fahren und dann mit dem Boot. Dann sind die Kosten höher. Und natürlich muss man diese Kosten auch bezahlen. Silvia Galla will mir ihr Venedig zeigen. Eine Stadt, die sie mal sehr geliebt hat. Nun kaufen auch hier immer mehr Ausländer Wohnungen. Bislang leben viele alte Menschen in Sozialwohnungen. Aber das ändert sich jetzt. Das ist ein riesiges Hotel, der Carnival-Gruppe gehört. Und sie haben zuerst diese Seite restauriert und dann diese Seite hier. Aber was komisch ist, dass hier ein Postamt war. Und hier, da kannst du richtig sehen, es gibt noch die Flecke, da war die Tür. Und es ist alles, das gehört alles zum Hotel. Und die Leute, die hier wohnen, du hast heute schon gesehen, es gibt eine ganze Menge alte Leute, die müssen eine sehr längere Strecke laufen, um ihre Rente zu bekommen. Weil sie dafür zur Post müssen? Das wird durch die Post bezahlt. Und das ist immer noch etwas weniger für die Einwohner. Dann ziehen die Leute um. Wir spazieren weiter durch ihr Viertel Canareggio. Wie jeder Venezianer, mit dem ich spreche, erzählt sie mir, dass die Infrastruktur wegbricht. Weniger städtische Behörden, weniger Ärzte, weniger kleine Geschäfte, dafür mehr Souvenirläden und Privatunterkünfte. Wer weiß, was da vorher war. Vielleicht ein Gemüseladen, vielleicht eine Bäckerei, ein Metzger. Und hier, das habe ich einmal gesehen, das war offen, das habe ich drinnen gesehen, hier ist ein Bett und hier ist ein Tisch und ein Badezimmer und das wird Touristen vermietet. Also das bedeutet, es gibt Leute, die da hinten die Nacht lang schlafen.
Und das ist auch, das finde ich wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist unangenehm für Leute auch. Sie wissen nicht, sie mieten eine, sie buchen ein Zimmer oder eine kleine Wohnung, dann schlafen sie hier. In dem Schaufenster? Ja, im Schaufenster. Luxus-Apartment mit Ausblick. Ja, auf der Brücke. Und Silvia Galla ist fest entschlossen, aufs Festland zu ziehen. Mal sehen, wie es ihr später dort ergehen wird. Ich arbeite mich ein in die Geschäftsidee, Privatleute vermieten an Touristen. Airbnb ist der wichtigste Anbieter. Die Kurve zeigt mir, dieses Geschäft wächst rasant. Ich möchte wissen, welche Ausmaße das hat. Ich finde allein 7000 private Anbieter. Das sind fast dreimal mehr als Hotels. Die meisten Privatanbieter haben mehr als eine Wohnung im Angebot. 27 Wohnungsinserate. Einer hat sogar 90. Das ist doch nicht mehr von privat für privat. Das ist Kommerz pur. Ich will mit dem Pressesprecher von Airbnb reden. Will wissen, warum die kommerziellen Angebote auf der Internetseite nicht reglementiert werden. In Berlin zum Beispiel ist das nämlich so. Das ist nicht die Sache von Airbnb. Reglementierungen sind nicht unsere Aufgabe. Das müssen die Institutionen machen. Die machen die Gesetze. Wir glauben, dass jede Stadt, jedes Land eine eigene Lösung braucht. Wir glauben nicht, dass eine Lösung, die woanders funktioniert, einfach kopiert werden kann. Und wir haben ja Reglementierungen national und regional. Aber es gibt woanders mehr Einschränkungen. Ich würde sagen, andere Reglementierungen. Er verweist also darauf, dass die Stadtverwaltung eingreifen könnte, wenn sie das wollte. Das Problem ist in der Verwaltung am Canale Grande auch bekannt. Stadträtin Paola Ma ist für den Tourismus zuständig. Bei Airbnb geht es um Unterkünfte für Touristen. Und das wird vom italienischen Gesetz anders behandelt als Privatvermietungen. Aber beim letzten Treffen mit dem Ministerium haben wir entschieden, dass wir uns hier in Venedig mit den anderen vier großen Touristenstädten zusammentun müssen. Also Florenz, Rom, Mailand und Neapel. Wir müssen uns mit Airbnb an einen Tisch setzen und verhandeln. Klar, wir können diese Art der Vermietung nicht abschaffen. Wir sollten aber gegen dieses Phänomen angehen. Zum Beispiel dadurch, dass die Vermietung an Touristen nicht genauso lukrativ ist wie an Einwohner oder Studenten. Wie das umgesetzt werden soll, kann sie mir aber nicht sagen. Die Familie von Nachtportier Matteo Secchi mit der 8-jährigen Tochter ist weiter auf Wohnungssuche. Es droht ihm gerade wieder mal der Jobverlust. Ende der Saison. Immobilienkauf ist absolut ausgeschlossen. Trotzdem guckt er sich die Angebote an. Sagen Sie mir, wie soll ich für 430.000 Euro für 80 Quadratmeter ein Haus kaufen? Für eine normale Familie ist es unmöglich. Vielleicht mit 200.000 aus einem Bankkredit. Da finde ich dann vielleicht 50 Quadratmeter für. Unmöglich für eine normale Familie. Was glauben Sie, wie das mal für Ihre Tochter wird in 20 Jahren? Wird sie noch hier leben können? Das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Jedes Jahr wird es schlimmer. Trotzdem gibt er nicht auf. Wir werden ihn wieder treffen. Silvia Galla ist auf dem Weg in ihre neue Wohnung. 15 Minuten sind es mit dem Bus von der Lagunenstadt zu dem Ortsteil Marghera auf dem Festland. Was wirst du vermissen aus Venedig? Freunde. Am meisten Freunde. Also ich weiß, die Stadt ist sehr schön. Ich werde jedes Mal sagen, oh, wie sieht das gut aus. Aber wohnen in dieser Stadt mag ich wirklich nicht mehr. Wie Sie verlassen im Schnitt 2 Venezianer pro Tag ihre Heimat. Hier auf dem Festland zahlt sie nur ein Viertel des Wohnungspreises und sie hat, wie sie sagt, mehr Lebensqualität. Mehr Platz, zum Beispiel für eine große Küche. Von unten sieht das ziemlich hässlich aus, aber das ist auch schön. Also stell dir vor, wir haben diese Riesenterrasse da und es riecht oft nach Curry.
ist auch gut. Und Venedig ist da. Ja, ich finde das alles zu hektisch und zu falsch, sozusagen. Das ist alles künstlich. Nachtportier Matteo Secchi ist weiter auf Wohnungssuche und er ist Teil einer Gruppe Venezianer, die auf Fehlentwicklungen in der Stadt aufmerksam macht. Deshalb gründete er vor ein paar Jahren eine Bürgerinitiative gegen Kommerzialisierung und Massentourismus, venezia.com. Das ist die Eröffnung von Venezland. Venezland, das war eine satirische Protestaktion von uns. Um der Welt zu zeigen, dass Venedig keine Stadt mehr ist, sondern ein Vergnügungspark wie Disneyland. Ein Jahr vor Venezland haben wir die Stadt beerdigt. Die Stadt ist tot. Es gibt fast keine Einwohner mehr. Es gibt kein Angebot mehr für Einheimische. Es ist alles nur noch ein Park. Glauben Sie, das könnte echt die Zukunft von Venedig sein? Das ist nicht die Zukunft von Venedig, das ist die Gegenwart. Aber dagegen kämpft er. Wir haben eine Kampagne gestartet. Damit wollen wir die Touristen dazu bringen, respektvoller zu sein. Das hier ist unsere Aktion, um die Leute davon abzuhalten, auf die Straße zu pissen. Piss nicht auf die Straße, sonst filmen wir dich und du bist bei YouTube. Und dann kann jeder sehen, wie klein dein Penis ist. Die Stadtverwaltung Venedig macht inzwischen auch Kampagnen, ähnlich wie die von Matteo Secchi. Das Essen auf öffentlichen Plätzen, das Baden in den Kanälen, Taubenfüttern, alles verboten. Strafen bis zu 500 Euro. Der Aktivist hilft beim Kleben der Plakate. Überall wird, wie hier, gegen die Regeln verstoßen. Das fällt auch den deutschen Touristen auf. Also das sind vor allem Touristen, die schreien nachts durch diese engen Gassen, dass man tatsächlich nicht schlafen kann. Also als Venezianer wüsste ich nicht, was ich da auf Dauer tun würde, wenn die Touristen sich auch nachts so rücksichtslos verhalten. Wir haben einen neuen Trend diesen Sommer, Sex an berühmten Orten. Es gibt Videos von Paaren, die hier an der Rialto-Brücke Sex haben. Ein Taxibootfahrer hat ein Video gemacht. Es ist halt nicht wirklich respektvoll, Sex vor der Rialto-Brücke. Wir bewegen uns weiter Richtung Markusplatz. Hierher kommen täglich mehr Menschen, als die Stadt selbst Einwohner hat. Es ist der größte und berühmteste Platz. Ciao, Matteo. Jeder kennt jeden in Venedig. Caterina Sopradassi ist sowas wie die Chefin der Fremdenführer. Sie ärgert sich über schwarze Schafe in ihrer Zunft. Jetzt gerade sehen Sie zwei Gruppen direkt hinter mir. Sie sind nicht groß, aber es sind manchmal 50 Leute. Das sind illegale Touren. Sie nennen sich Free Tours und tun so, als ob es frei, also umsonst wäre. Aber sie erwarten ein Trinkgeld. Außerdem sind das keine ausgebildeten Stadtführer, so wie wir. Sie haben keine Prüfung und keine Erlaubnis, Gruppen zu führen. Und sie sagen, üblich sind 20 Euro pro Person. Das Geld geht dann unversteuert in ihre Tasche. Das ist Schwarzgeld und absolut illegal. So, it's absolutely illegal. And they don't declare what they gain every day. Weiter sagt sie mir, es gebe Free-Tour-Veranstalter, die für die Vermittlung von Kunden an die Stadtführer abkassieren. Der Führer muss dann das Geld vom Kunden wiederholen. Und das Problem ist groß. Wir sind etwa 230 offizielle Führer. Auf jeden von uns kommen 7 Illegale. Wir reden über Millionenschäden, wenn man das ganze Problem sieht.
Schäden für die offiziellen Stadtführer und für die Stadt. Existenziellere Probleme haben die Menschen, zu denen mich Silvia Galla führen wird. Ein Treffen der Bürgerinitiative ASK. Chiara Buratti erklärt interessierten Venezianern, wie man zu Wohnraum jenseits des legalen Marktes kommt. Es geht nicht nur um arme Leute. Ich würde eher sagen Mittelklasse, wenn es überhaupt noch Klassen gibt. Leute, die Miete zahlen können von 700, 800 Euro, aber mehr haben sie nicht. Deshalb werden sie irgendwann rausgeworfen von den Vermietern. Chiara Buratti und ihre Bürgerinitiative helfen Venezianern, die sich keine Wohnung mehr leisten können, leerstehenden Wohnraum zu organisieren. Das hier ist eine der verlassenen Wohnungen, die wir hier haben. Wir sind auf der Insel Giudecca. Das Viertel heißt Gazette. Die Wohnung steht schon seit länger als 10 Jahren leer. Du bist größer als ich. Kannst du das aufmachen? Ist das illegal? Nein. Okay. So. Jetzt kannst du reinsehen. Die Wohnung ist total verlassen. Auch Teile des Mauerwerks sind beschädigt. Hier braucht man sehr viele Bauarbeiten und Renovierung natürlich. Wir sind in einer ehemaligen städtischen Sozialwohnung. Sie gehört der öffentlichen Hand und damit auch dem Steuerzahler. Wie finden Sie diese Wohnungen? Die Nachbarn, die wissen, welche Wohnungen leer sind. Und niemand möchte leerstehende Wohnungen in der Nachbarschaft. Wenn hier Leute wohnen, dann hilft das dem gesamten Haus. Die Bewohner helfen einander. Außerdem erzeugt jedes leere Apartment Kälte im Winter. Es gibt schnell Wasserschäden und Schimmel. Und sie erzählt mir, dass es von der Stadt gar kein Interesse gibt, diese Wohnungen wieder zu vermieten. Wenn die Behörden eine solche Wohnung schließen, dann machen sie noch die wichtigsten Einbauten kaputt. Das Waschbecken, das Klo, das, was man zum Wohnen als erstes benötigt. Oder die Kücheninstallation, sodass man erstmal nur sehr schwierig hier wieder drin leben könnte. Der normale Wohnraum in Venedig ist durch die Touristennachfrage extrem verteuert. Ein venezianischer Durchschnittsverdiener kann da nicht mehr mithalten. Betroffen sind meist Alleinerziehende und junge Familien. Sie versuchen natürlich erst alle legalen Wege, weil Hausbesetzen natürlich nicht legal ist. Sozialamt, Wohngeldzuschuss. Es ist immer die letzte Möglichkeit, etwas zu besetzen. Denn natürlich ist es keine leichte Entscheidung für eine Familie, illegal eine Wohnung zu besetzen. Ich will dafür kämpfen. Ich will für unsere Wohnungen kämpfen. Die sagen immer nur, sie hätten kein Geld für die Restaurierungen. Aber sie haben Geld, das sie zum Fenster rauswerfen für irgendwelche Großprojekte. Aber sie machen nichts für die Stadt selbst und schon gar nicht für uns Einwohner. Kann es sein, dass die Stadt ihren Bewohnern keine Alternativen zum ausgebluteten Mietwohnmarkt bietet? Wir haben in Venedig einen Schuldenstand von 800 Millionen Euro. Und für eine Stadt mit solchen Schulden ist es extrem wichtig, nicht auch noch viel Geld für Subventionen auszugeben. Sparen hilft, nur Ihnen nicht. Ich will das Ausmaß des Problems und die Rolle der Stadt dabei verstehen. In Venedig gibt es eine ganze Menge dieser verlassenen Wohnungen, ehemalige Sozialwohnungen, Hunderte. Sie machen lieber einen Riegel vor die Tür und verschließen die Wohnungen, als sie zu renovieren. Das ist einfach billiger, als sie weiter zu vermieten. An eine Familie zum Beispiel, weil sie vorher noch die Reparaturen zahlen müssten. Also machen die Venezianer die Reparaturen selber, zahlen selber und wohnen dann illegal. Chiara Buratti zeigt mir die Wohnung von Patricia. Die Masseurin wohnt seit 4 Jahren hier. Sie hat hier alles selbst gemacht. Wie sah es denn hier aus, bevor Sie hier reingekommen sind? Zerstört. Also echt total kaputt.
Aber ich bin auch noch nicht fertig hier. Ich mache alles allein. Deshalb kann ich jeden Monat auch immer nur einen kleinen Schritt machen. Haben Sie keine Angst, dass Sie hier rausgeworfen werden? Angst? Nein. Das versuchen die ja alle 6 Monate. Aber sie sagen ja vorher Bescheid. Und dann hat man wieder neue 6 Monate. Ist ja eigentlich lustig. Ja, weil wenn sie kommen, sind wir da mit einer Menge Leute. Wir blockieren den Eingang und wir halten die Räumung dann auf. Außerdem sind wir auch in Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Wir zahlen auch eine symbolische Miete. Es ist also gar nicht so einfach, uns hier rauszuschmeißen. Das ist das Schlafzimmer? Schlafzimmer und Wohnzimmer. In Venedig haben wir 6 Räumungen jeden Tag, in ganz Venedig, nicht nur in der Altstadt. Das heißt, 6 normale Mieter, nicht Hausbesitzer, werden jeden Tag aus einer Wohnung vertrieben? Ja, das ist natürlich nicht immer mit Polizei. Einige gehen natürlich auch freiwillig. Das hat natürlich auch was mit Stolz und Scham zu tun, wenn eine Familie von der Polizei aus einer Wohnung geholt wird. Also wir reden über Tausende hier, die das Problem haben? Ja, es sind Tausende mit einem Wohnungsproblem hier. Und das ist nicht das einzige gravierende Problem für die Venezianer, wie sich mir weiter zeigt. Das, was alle Venezianer betrifft, schleicht sich morgens vor Sonnenaufgang in die Lagunenstadt. Die Monster kommen, so sagen viele hier. Mehr als 500 Kreuzfahrtschiffe jedes Jahr. Sie bringen Menschenmassen und vor allem Probleme. Das menschliche Aushängeschild des Widerstandes gegen die Kreuzfahrtschiffe begegnet mir in Tommaso Cacciari. Wenn die Schiffe hier durchkommen, dann verdrängen sie Wasser. Das ist wie ein Tsunami. Es gibt eine genaue Definition von Tsunami. Eine Wassermasse in Bewegung trifft auf flaches Gewässer und bildet eine Welle. Diese Wassermasse wird gegen die Fundamente und Wände unserer Stadt gedrückt. Dieses Wasser will aber auch wieder zurück. Es entsteht ein Sog. Und dieser Sog zieht die Substanz, die die Wände und Fundamente zusammenhält, heraus. Der Halt geht also verloren. Und wenn du ein Souvenir mit nach Deutschland nehmen willst, dann vielleicht diesen venezianischen Stein. Den hält nichts mehr hier fest. Ein noch größeres Problem bei den 300-Meter-Riesen sind die giftigen Abgase. Internationale Beobachter untersuchen sie gerade. Der Naturschutzbund aus Deutschland verfolgt weltweit die negativen Auswirkungen der Abgase durch seine Experten. Die Wissenschaftler Axel Friedrich und Daniel Rieger. Das ist so ein Wert, den wir in Berlin-Mitte normalerweise messen, 5.000, 5.500. Das heißt auch ein Wert, der typisch für eine Innenstadt mit Verkehr ist. Aber hier haben wir das in einer freien Umgebung, wenn keine Schiffe da sind. Das heißt, wir haben eine hohe Grundbelastung auch von den Emissionen der Schiffe. Und sobald es festgemacht hat, dann wird sozusagen der Motor, der für den Vortrieb zuständig ist, der wird runtergefahren. Und dann wird der zweite Motor sozusagen nur noch für die Energiebereitstellung genutzt und der läuft eben dann den ganzen Tag durch. Ja? Also das heißt, man hat hier in der Stadt, dort hinten, wo die Kreuzfahrtschiffe dann alle liegen, letztlich jedes einzelne Kreuzfahrtschiff entspricht einem kleinen Kraftwerk und die Kraftwerke laufen ungefiltert den ganzen Tag und wehen genau die Abgase in die Stadt hinein. Na, wir wissen eben, dass Schiffsabgase vor allem Lungenkrankheiten auslösen, genauso Herz-Kreislauf-Krankheiten. Feinstaub wird außerdem mit Krankheiten wie Demenz in Verbindung gebracht, sogar mit Adipositas. Wir haben ein hohes Risiko für die Menschen, die in solchen Hochbelastungsgebieten leben. Diese Gefahr für die Bevölkerung sehen auch die überregionalen Bürgerinitiativen. Anna Girometta ist Rechtsanwältin und Umweltschützerin. Wir wollen, dass die Kreuzfahrtunternehmen das verstehen. Es muss sich etwas ändern, so schnell wie möglich. Und es darf nicht weiter auf dem Rücken der Venezianer passieren. Und es darf auch nicht auf Kosten ihrer eigenen Touristen gehen. Die atmen ja die gleiche Luft ein, wenn sie auf dem Schiff sind.
2 Millionen Deutsche haben vergangenes Jahr eine Kreuzfahrt gebucht. Ist das Problem bewusst? Nee. Nein, gar nicht. Luftverschmutzung und so? Nein. Nee, also eigentlich nicht. Also, dass die halt Menschenmassen ausspucken, ist das das Problem, oder? Auch? Ja. Nee, also weiß ich nicht, jetzt nicht wirklich, nee. Ich bin selber mit dem Kreuzfahrtschiff schon unterwegs gewesen und empfinde das nicht so, dass wir die Stadt, also egal wo wir anlegen, zu überladen, also übervölkern. Naja, ich bin selber mal mit dem Kreuzfahrtschiff hier reingefahren. Dann schweben sie über den Dächern hier rein und sehen natürlich, die haben eine riesen Verdrängung. Da steigt wahrscheinlich der Wasserspiegel an, da wird wahrscheinlich auch viel im Untergrund passieren. Ich glaube, das ist auch die Stabilität dieser ganzen auf Pfeiler stehenden Stadt ein bisschen beeinflusst. Also ich weiß, dass es ein Problem ist. Ne? Bausubstanz und Gesundheit kommt nach dem Geschäft. 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze, so die offizielle Meinung, werden durch die Kreuzfahrtindustrie geschaffen. Einige Leute sagen, die Schiffe bringen viel Geld in die Stadt. Das ist eine Lüge. Wenn Sie das Geschäftsmodell eines Kreuzfahrtunternehmens nehmen, dann sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns von den Tickets kommt und die andere Hälfte kommt vom Onboard-Shopping. Es ist ein System. Sie bringen eine Mall in eine Kleinstadt und dann sagen Sie, nein, wir wollen doch den kleinen Geschäften hier helfen. Aber das stimmt nicht. Sie töten die kleinen Geschäfte. Das hat System. Das ganze Geld soll auf dem Schiff bleiben. Die Stadt und die Bewohner haben nichts davon, außer den Dreck. An der Rialto-Brücke im Herzen der Stadt ist der noch nachweisbar. Auch hier messen die Experten erhöhte Schwefeldioxidwerte, die Auswirkungen des 1,5 Kilometer weit entfernten Hafens mit den Schiffen. Wir haben natürlich Belastung für die Natur, aber auch für die Denkmäler, die gerade hier in Venedig eine wichtige Rolle spielen. Denn diese Abgase enthalten ja auch Stickoxide und SO2, also Schwefeldioxid, und die greifen natürlich auch die Substanz der Steine an und die werden ausgewaschen und damit kriegt man Schäden, die man entweder reparieren muss oder die Häuser verfallen. An jedem Ort in Venedig gibt es also eine starke Abgasbelastung, so wie in einer deutschen Großstadt zur Hauptverkehrszeit. Nur, dass man hier davon nichts merkt. Und man muss sich immer vor Augen führen, auch diese großen Kreuzfahrtschiffe laufen am Ende mit Dieselmotoren. Und wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, um Dieselmotoren relativ sauber zu kriegen. Und das ist auf sauberen Kraftstoff umstellen, also weg vom Schweröl, und Abgastechnik einsetzen. Partikelfilter und Stickoxidkatalysatoren. Das ist genau das, was wir bei Euro 6, bei Pkw, Lkw, Bussen und so weiter seit Jahren machen. An Land ist das Standard. Ja? Da sind alle Fahrzeuge damit ausgerüstet. Auf See scheint das keine Rolle zu spielen. Und das kann irgendwie nicht angehen. Wir haben ja auch in Schiffen gemessen, die einen Filter haben. Dann geht die Belastung 99,99% runter. Das heißt, die messen im Auspuff weniger als die Umgebungsluft. Das zeigt, was technisch möglich ist. Warum wird es nicht gemacht? Das kostet Geld. Und das möchten die Leute nicht ausgeben. Lieber bringt man den Menschen um. Eine Anklage in Richtung des privaten Hafenbetreibers von Venedig. Dort bekomme ich aber kein Interview. Auch Aktivist Cacciari bekommt seit Jahren keine Antworten. Im Laufe der Jahre hat er allerdings tiefe Einblicke in die Geschäfte des Hafens bekommen. Wir reden von 60, 70, 80, ja sogar 100.000 Euro für jeden Stopp eines Schiffes in Venedig. Das geht an eine private Firma, VTP. Die gehört den Kreuzfahrtunternehmen selbst und einem türkischen Finanzunternehmen. Das heißt Global und sitzt in Istanbul. Und das ist ein sehr italienisches Paradoxon. Ein Staatsunternehmen gründet eine private Firma, die gehört Ausländern und die machen das ganze Geld. Eine Protestaktion gegen die Kreuzfahrtverantwortlichen. Ich erfahre, dass dies der einzige Weg ist, sich Gehör zu verschaffen. Die Bürgerinitiative No Grande Navi organisiert die Demo. Tommaso Cacciari ist ihr Chef. Und auch andere der über 30 Bürgerinitiativen in Venedig wollen kommen, auch wenn das nicht immer angenehm ist. Manchmal werden wir von der Polizei verprügelt. Manchmal bekommen wir empfindliche Strafen und manchmal kommen wir vor Gericht. Aber wir tun das Richtige und wir werden gewinnen.
Chiara Buratti von der Hausbesetzerbürgerinitiative ist ebenfalls aktiv. Das Problem mit dem Tourismus wirkt sich auch auf die Wohnungsnot aus und natürlich auf die Umwelt. Das Geld, das das Ministerium für den Tourismus ausgibt, auch für die Infrastruktur wie den Hafen, das fehlt uns auf dem Wohnungsmarkt, bei Sozialwohnungen. Das gilt nicht nur für Venedig, sondern für ganz Italien. Die Bürger der Stadt wollen heute zeigen, dass es sie auch noch gibt. Sie wollen mit ihren Booten ihren Anspruch auf die Wasserstraßen deutlich machen. Silvia Galla ist auch dabei. Ich wohne jetzt in Marghera und es gibt ein Projekt. Und man hat schon gedacht, die größten Kreuzfahrtschiffe nach Marghera fahren zu lassen. Und dann muss ich auf beiden Plätzen, auf beiden Orten kämpfen. Ein Teil in Venedig und ein Teil in Marghera. Jetzt muss ich doppelt arbeiten. Ich wollte die Sache vereinfachen und das geht so nicht. Mit gut 30 Booten wollen die Demonstranten die Kreuzfahrtschiffe blockieren. Diese Art von Protest wird von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Wir hatten dieses Jahr eine Bürgerbefragung, selbst organisiert, keine juristische Grundlage. Und 98% haben gegen die Schiffe gestimmt. Ich sage, die Mehrheit in der Stadt will keine Schiffe. Die Protestaktion dauert zunächst über 5 Stunden. Dann erfahre ich von Ihnen, dass sich für Sie erste Erfolge gezeigt haben. Der größte Erfolg heute ist, dass das erste Kreuzfahrtschiff, das steht irgendwo da hinten, die Ausfahrt verschoben hat. Das fährt jetzt wohl erst nachts hinaus. Das kostet Strafen. Und sie haben sogar ihren Passagieren gesagt, dass sie die sehr hohen Ticketpreise erstatten, falls jemand das Schiff verlassen will. Die kleinen Leute können also doch etwas verändern. Dieser Erfolg motiviert sie, noch weiterzumachen, bis in die Nacht, weiter zu protestieren. Mit ihren Booten blockieren sie den Kanal und belauern die großen Touristenschiffe. Auch wenn die Kreuzfahrttouristen nichts für die Probleme der Venezianer können. Irgendwann wird aus Not und Hilflosigkeit Wut. Polizeiboote rücken an und riegeln den Hafen ab. Die Touristen auf den Schiffen sollen von der Demonstration nichts mitbekommen. Spät in der Nacht kommt das erste Kreuzfahrtschiff dann doch. Und ich höre sie protestieren. Ihr zerstört unsere Häuser, unsere Kunstwerke. Geht weg und kommt nicht wieder. Ihr seid hier nicht willkommen. Vier Kilometer entfernt. Die Stammkneipe von Nachtportier Matteo Secchi. Heute ist ein guter Tag. Er hat erfahren, dass er in dieser Wintersaison weiterarbeiten kann. Eine neue Wohnung hat er aber immer noch nicht gefunden. Das Leben ist oft seltsam. Du findest nichts über Monate und dann findest du alles an 2 Tagen. Man darf niemals aufgeben. Frag herum, frag die Leute. Frag, frag, frag. And ask to everybody. Jeder kennt jeden in Venedig. Das ganze Sozialleben geschieht öffentlich. Diese für ihn so lebendige und vertraute Stadt zu verlassen, kann sich Matteo Secchi nicht vorstellen. Wenn du Venedig verlässt, dann verlässt du das Wasser, die Fußgänger, die Boote und dann gehst du zum Festland mit Straßen und Autos. Das ist so wie für einen Ureinwohner Amerikas, ein Indianer, der in Manhattan leben muss. Seit 1600 Jahren kämpft die Stadt gegen das Wasser und somit im wahrsten Sinne gegen den Untergang. Die vielen Proteste der Bürger haben endlich erste Erfolge gezeigt. Die Regierung in Rom sperrt ab 2019 die Kreuzfahrtschiffe aus der historischen Altstadt aus. Allerdings eine halbherzige Lösung. Denn das Biotop der Lagune darf trotzdem weiter von den Schiffen befahren werden.